Leute, heute gibt es mal wieder ein paar GTA 6 Leaks. Ich habe heute zwei mir rausgepickt, zwei kurze Informationen für die absoluten GTA 6 Hardcore-Spieler bzw. GTA Hardcore-Fans. GTA 6 ist ja noch nicht draußen. Und dann wird es über die nächsten Tage noch vier weitere Videos geben. Einmal über 20 Leaks, dann nochmal etwas über 20 Leaks. Und ich habe insgesamt über 50 gehabt und habe mir aber ein paar einzelne rausgepickt, die ein extra Thema werden. Zum Beispiel wie heftig, groß, umfangreich, inklusive Preis und Charakteren und so weiter. DLC, Stories, Mission. Das wird alles ein extra Video. Das möchte ich nochmal extra aufgreifen. Und noch ein paar andere interessante Sachen. Also freut euch auf die nächsten GTA-Videos. Ich habe eine Menge zusammengetragen. Aber heute eine heftige Information, wenn sie denn stimmt. Aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, weil in anderen Spielen gibt es den Permadeath-Modus. Was bedeutet, es bestätigt zum einen, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade für GTA 6 gibt. Wahrscheinlich dann, wenn du das Spiel neu startest. Ich glaube nicht, dass du das dann in-game, vielleicht kannst du das in-game noch ändern, das kann ich euch nicht sagen. Vielleicht gibt es auch Story-Missionen, die du extra wählen kannst, wie schwer die sein sollen. Das kann ich aber nicht genau sagen. Müssen wir mal noch abwarten, was da die Zeit der Leaks bringt. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir zum Start des Spiels sagen, okay, diesen Schwierigkeitsgrad werden wir nehmen. Aber wie gesagt, ich denke, dass man das in-game auch noch ändern kann. Aber der Permadeath-Modus wird wahrscheinlich der Modus sein, den aktivierst du einmal und dann kannst du den nicht mehr ändern, was nichts anderes bedeutet. Kennen wir zum Beispiel auch aus Diablo 4 zum Beispiel. Du stirbst einmal und danach ist das Spiel Geschichte für dich. Dann musst du von vorne anfangen. Also du darfst nicht ein einziges Mal sterben. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dieser Leak definitiv stimmt. Und es gibt noch eine andere Sache, einen anderen Leak, ein Gerücht, wo ich mir denke, also wenn du das nicht ausstellen kannst, könnte das echt ziemlich nervig sein. Bin ich mir nicht sicher, muss man mal gucken. Vielleicht geht das auch nur ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, aber es soll angeblich so sein, wenn du stirbst, landest du ja normalerweise im Krankenhaus, dein Inventar ist leer, zumindest das meiste davon, Waffen und so. Und dann bezahlst du wohl angeblich $200.000 von deinem Konto. Und solltest du die nicht auf deinem Konto haben, bist quasi blank, dann sollst du eine 24 Stunden Spielsperre bekommen. Achtung, hier bleibt abzuwarten, Echtzeit 24 Stunden oder 24 Stunden Rhythmus in-game. Kann ich euch leider nicht genau sagen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir eine 24 Stunden Echtzeit Spielstrafe bekommen, wenn wir drauf gehen. Weil das würde ich echt ultra nervig und ziemlich belastend finden. Genauso ist es auch, wenn du Verletzungen hast und im Krankenhaus landest, die etwas heftiger sind, dann dauert die Regeneration wohl auch deutlich länger. So ein bisschen Realismusfaktor. Das ist alles, was ich für dieses Video rausgepickt habe, aber der Permadeath-Modus, da muss ich sagen, den finde ich extrem interessant, aber ich glaube, den wird man wahrscheinlich erst freischalten müssen, wenn man einmal freigezockt hat oder durchgezockt hat und dann ein neues Spiel Plus oder irgend sowas machen kann. Aber das würde ich mir echt cool vorstellen können, aber es bleibt abzuwarten, das habe ich nämlich vergessen zu sagen. Ich weiß nämlich, dass es bei Diablo 4 zum Beispiel so ist, der gute Raging, wenn du die Videos verfolgst, ein Mate von mir aus Apex Legends, der hatte nämlich in Diablo 4 den Permadeath-Modus gestartet und hatte schon um die 20 Stunden und danach gab es kurz mal routertechnisch Internetprobleme. Und somit musste er von vorne anfangen, weil das Spiel gedacht hat, du verarscht irgendwie, keine Ahnung, tot. Und dann musstest du von vorne anfangen und somit war die ganze Geschichte gegessen. Und jetzt wäre hier die Frage, ist in der normalen Missionsgeschichte, also in diesem ganzen, ich sag mal, Offline-Story-Modus, kann es da auch passieren, dass wenn du auf einmal deine Internet-Connection vielleicht durch irgendwelche Probleme verlierst, dass der das dann vielleicht erkennt, Online-Zwang sozusagen, und wenn du dann drauf gehst, weil dein Internet kurz spinnt, keine Ahnung, müssen wir mal abwarten. Wobei du in Diablo 4 konnte man pausieren, aber der Hintergrund lief weiter. Die Gegner blieben nicht stehen. Das wird in GTA sicherlich anders sein. Aber wie das Spiel das rechnet, wenn du vielleicht deine Internetverbindung verlierst, keine Ahnung. Also wenn das einen Einfluss hätte, wäre das schon eine ziemlich miese Nummer, wenn man überlegt, wie groß und heftig GTA sein soll. Diese Information habe ich im nächsten Video auf jeden Fall für euch. Eine Menge Informationen über den Preis, Größe, Umfang, bla, hin und her. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.